Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII. Im letzten Part sind wir auf CD2 gelangt und haben außerdem noch am Ende der ersten CD Eris verloren. Sie wird jetzt für immer nicht mehr dabei sein. Sowas. Und ich habe jetzt hier an dieser Kiste gestoppt, beziehungsweise musste ich jetzt nochmal ein bisschen herspielen. Mir ist der Computer leider abgeschmiert. Zum Glück war die Aufnahme noch nicht so lang, deswegen ist das schon in Ordnung. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben Eris verloren. Sie wurde von Sephiroth, wurde sie erschlagen. Und wir konnten leider nichts dagegen machen, aber wir werden jetzt erstmal weitergucken. Wir haben eine Kraftkapsel bekommen. So, dann gehen wir jetzt erstmal nach Norden. Wir müssen ja über die Schneefelder, wie uns Sephiroth gesagt hatte, nach Norden. Dort werden wir ihn wohl wieder treffen. Gehen wir da mal lang. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst, weil ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, wir hatten schon mal ein Minispiel mit Motorrädern, wo das bei mir so extremst abging, so von der Geschwindigkeit her. Und wir haben jetzt bald wieder ein Minigame und ich hoffe, dass das nicht genauso ist. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass das nicht genauso schnell ist wie jetzt dieses Motorrad-Minigame. Das wäre etwas schade, weil gerade da muss man dann doch schon ein bisschen aufpassen, wo man hinfährt und so. Aber wir hoffen einfach mal das Beste. So, wir sind jetzt hier in so einer Art Winterstadt. Ich weiß jetzt leider gar nicht, wie der Ort hieß, aber ich denke mal, dass wir das noch erfahren werden. So, und an dieser Stelle ist nämlich auch meine Aufnahme abgekratzt. Wir schauen mal. So. Ja, ich habe das gemerkt, dass plötzlich der Computer so extremst langsam wurde und irgendwie Audacity hing. Und ich denke mir so, Nanu, was ist los? Und auf einmal war alles weg. Bildschwarz, alles, keine Ahnung. Der Laptop fährt sich halt immer runter, wenn er zu heiß wird. Und ich habe dummerweise mein Cooling Pad nicht angeschlossen gehabt. Beziehungsweise schon angeschlossen, aber nicht aktiviert gehabt. Na egal. Opa, wach auf. Wir haben einen Kunden. Oh, willkommen. Schön, dass du gekommen bist. Und wir haben hier neue Waffen. Die werden wir uns natürlich auch mal kaufen. Ein bisschen Geld haben wir ja noch. Das ist alles besser für die. Das ist jetzt nicht besser. Das ist nicht besser. Das können wir uns holen. Das ist schlechter. Das können wir uns noch holen. Zelt holen wir uns jetzt nicht. Genauso nicht wie die High Potion. Gleich mal ausrüsten. Das war hier. Oh. Organics war das, glaube ich. So. Gut, was machen wir denn hier mal noch alles dran? Tja. Ja, Meteor können wir auf jeden Fall mal dran machen. Das ist nicht verkehrt. Shiva machen wir mal noch dran. Dann werden wir das mal noch mit dran machen. Und Behandlung. So, sie hat ja auch... Also erstmal Barrett. Barrett hatte auch eine neue Waffe. Das wird wahrscheinlich die hier sein. Mikrolaser. Hoppala. Ja, mache ich ihr auch gleich noch dran. Die Drachenkralle. Das ist zwar besser, hat aber überhaupt gar keine Fassung. Das ist nicht so optimal für mich. Gut, dann kann sie mal noch Kuyata dran machen. Und er macht in der Zwischenzeit... Was können wir denn da mal dran machen? Das hier, Versiegelung. Das können wir machen. Okay, guti. Dann geht's weiter. Ach, meine Katze hat von meiner Nachbarin so eine blöde kleine Kuschelmaus bekommen. Jetzt spielt die ganze Zeit damit. Was ja eigentlich schön ist, aber während der Aufnahme ist das immer ein bisschen doof. Nee, hier komme ich später mal noch rein. Das ist ein relativ wichtiges Häuschen. Naja, wuff, wuff. Was haben wir hier? Mein Junge verletzte sich gleich, als wir hierher zogen. Ich hätte ihm kein Snowboard kaufen sollen. Miau. Oh, naja. Passiert halt. Ist ja alles wieder gut bald.
Gut, also hier können wir nichts machen. Jetzt gehen wir mal in das Häuschen rein. Na, lass mich durch. So. Psst. Mein Mann zog vor 20 Jahren los und ist noch nicht zurück. Er müsste jetzt am Fuße des der Gaeas Klippen sein. Die sind auf der Karte. Was? Sind auf der Karte der Karte markiert? Also was ist denn hier los? Ganz ehrlich, die Schreibfehler sind echt ganz schlimm. Schau die Karte an. So, wir sind bald an einem ganz nervigen Ort. Hier können wir leider nicht so viel erkennen. Aber, die Karte nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Schlüsselobjekt Gletscherkarte bekommen. Es ist auf jeden Fall so, dass, wir an einem nervigen Ort kommen, was dann später noch... Also da gibt's gute Items, aber das Problem ist, dass man, wenn man Pech hat, nicht alle bekommt. Und deswegen, wie ich glaube ich schon mal sagte, oder vielleicht ist es auch auf der verlorenen Gang aufgenommen, das weiß ich jetzt nicht, werde ich, ich werde wahrscheinlich das nochmal wiederholen. Solange, bis ich halt diese Items habe, die ich auch will. Also, schauen wir dann mal. Ich habe gehört, der Alte sei ein erfahrener Bergsteiger. Man sagt, er kennt jede Ecke des großen Gletschers. Hier können wir nochmal raus. Es ist fast unmöglich, die Nordgrenze ohne Karte zu erreichen. Falls du dahin willst, nimmst du besser die Karte an der Wand mit. Eine Frechheit. Du hast sie schon abgerissen. Ja, hallo? Du wolltest sie uns doch eh geben. Boah, hier ist nichts mehr. Okay. Also hier haben wir gar nichts. Da gehen wir mal in das nächste... Katze, stimmt ja. Gehen wir in das nächste Gebäude. Das ist, glaube ich, auch nur eine Vase. Holzbretter. Fenster. Okay. Gut. Was sagen die Kleinen? Nächstes Mal wird er noch größer. Er ist fast fertig. Puh, was ist das? Geh nicht zu nah ran, sonst verbrennst du dich. Ich komm gleich wieder. Das mache ich gleich. Keine Ahnung, ob das wichtig ist oder nicht, aber es sah so komisch aus. Hast du von dem buckligen Hügel in der Stadt gehört? Aber man sagte mir, der Aufstieg ist verboten. Na? Na toll, so eine weite Reise und dann das. Wir sind von der Costa del Sol extra hier zum Snowboarden. Jetzt reisen wir wieder ab. Heute ist es kälter als sonst. 200 Gil, bitte. Möchten Sie übernachten? Jo, gute Nacht. Toll. Ich dachte, es gibt vielleicht irgendwie ein Räumchen oder so. Naja, was haben wir hier? Gar nichts. Dann gehen wir mal hier rein. Was ist los mit dir? Du machst mich krank. Restroom. Komischer Ort hier unten. Weißt du, was eine Setra ist? Und was war mit der Setra? Ach, das gleiche wie mit dem alten Volk. Ja, in dieser Stadt lebte vor vielen Jahren eine. Sie hieß Ifalna und wusste über vieles Bescheid. Was meinst du da? Ich hörte, sie wurde von den Shinra entführt und irgendwo hingebracht. Shinra und das alte Volk. Da stimmt was nicht. Woher wissen die davon? Ach Gott. Okay, also das Gespräch ist dasselbe, egal welchen von beiden wir jetzt ansprechen. Lalalala. Na? So. Er wird sich wahrscheinlich verlaufen und erfrieren. Egal wie gut er ausgerüstet ist, da draußen in der Eiseskälte gebe ich ihm höchstens 2 Tage. Jemand soll zum großen Gletscher im Norden aufgebrochen sein. Was für ein Idiot. Will er da etwa zur heißen Quelle? Wollt ihr in den Norden ziehen? Hab ich vor. Naja, wenn du an dieser Stadt vorbei willst, brauchst du eine Karte. Vielleicht ist noch eine in Holzhoffs Haus. Er war früher Bergsteiger. Wenn du weiter Richtung Norden gehst, kommst du an einen Riesenkrater. Irgendwas Gigantisches muss da vor langer Zeit vom Himmel gefallen sein. Barkeeper? Komm her. Ach, cool, ich kann dahinter laufen. Ich habe gehört, beim großen Gletscher gibt es eine Schneefrau, die warme Quellen hasst. Aber ich glaube, das ist nur ein Märchen, um Besucher abzuschrecken. Naja, wer weiß.
Dann gehen wir mal wieder nach oben. So. Sonst gibt's hier nichts, oder? Scheinbar nicht. Ach, nicht doch. Nicht rein. Ist irgendwie... Keine Ahnung. Muss man dann nicht eigentlich in den Raum reingehen können? Ach, warte mal, war ich schon hier oben? Oh, wie dumm. X dran gehalten. Ich wollte gerade sagen, kann man denn nicht eigentlich in den Raum reingehen, wo die Betten stehen? Okay, hier gibt es aber scheinbar sonst nichts. Okay, gut. Dann können wir ja jetzt in dieses andere Haus gehen. Okay. So, das ist nämlich, wie wir ja schon gehört haben, das Haus, wo früher Ifalna drinne gewohnt hat. Video abspielen? Ja. Der Beginn. Kamera bereit. Nun, Ifalna, erzähl uns von den Setra. Vor 2000 Jahren vernahmen unsere Vorfahren, die Setra, die Schreie des Planeten. Die Setra am Knowles Bowl fanden die Planetenwunde als erste. Sag Ifalna, wo liegt Knowles Bowl? Die Gegend hier nannte man Knowles Bowl. Die Setra lasen dann den Planeten. Ifalna, was ist überhaupt Planetenlesen? Das ist schwer zu erklären. So eine Art Konversation mit dem Planeten. Er sagte, es sei was vom Himmel gefallen, das eine enorme Einschlagsstelle verursacht habe. Tausende Setra wollten gemeinsam den Planeten heilen, aber die Wunde war so tief, dass er sich über Jahre nur selbst heilen konnte. Hat das alte Volk, ich meine die Setra, spezielle Kräfte, mit denen sie die Planeten heilen? Nein, es ist keine spezielle Kraft. Die Lebenskraft aller Lebewesen auf diesem Planeten wird zu dieser Energie. Die Setra bauten das Land an, um die lebenswichtige Energie zu erhalten. Sogar hier, so nah bei der Nordhöhle, schmilzt der Schnee nie. Liegt das daran, dass hier die Energie des Planeten für seine Heilung konzentriert wurde? Ja, die Energie zur Heilung des Planeten verdorrte erst das Land und dann den ganzen Planeten. Der Planet wollte, dass die Setra Knowles Pole verlassen, aber... Ifalna, lass uns eine Pause machen. Wie ihr übrigens schon sehen könnt, das ist die Mutter von Eris. Es ist schon schade, dass sie selbst nie wirklich ihre Mutter jetzt so sehen kann oder konnte oder was auch immer. Aber ja, wir erfahren ein bisschen was über die Setra. Es geht schon. Gerade als die Setra das geliebte Land verlassen wollten, dann erschien etwas. Es sah aus wie unsere toten Mütter und unsere toten Brüder. Sie zeigten uns Geister aus ihrer Vergangenheit. Wer ist die Person, die bei der Nordhöhle auftauchte? Kam er, der den Planeten verletzt hatte, auch Krise des Himmels genannt. Erst war er freundlich, dann täuschte er sie und infizierte sie. Die Setra wurden vom Virus befallen, wurden verrückt und wurden zu Monstern. Danach tat er dasselbe mit anderen Setra-Clans. Er infizierte diese auch mit dem Virus. Du siehst müde aus. Schluss für heute. Und Ende des ersten Videos. Bevor wir uns jetzt die nächsten Videos angucken, muss ich mal was gucken. Hier können wir nämlich noch runtergehen. Hier gibt's ein Item. Ein Turboäther. Ihr seht, dass die ganze Wohnung ist ziemlich technisch gehalten. Das muss jemand gewesen sein, der sich ziemlich mit Technik auskennt, auch wegen dieser Videoaufnahme. Und wir erfahren dann auch noch, wer das ist. Aber hier gibt's scheinbar gar nichts mehr. Okay, auf jeden Fall haben wir ja das eine Item. Und bevor wir uns jetzt aber die anderen Videos anschauen,
Und zwar weppen und vertraulich werden wir vorher den Part noch beenden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit dabei, wie gesagt, mit diesen beiden Videos. Und ich wünsche euch noch weiterhin viel Spaß. Also bis dahin, ciao, ciao.